Glanz und Glamour und das Hollywood-Flair großer Charity-Events. Das war die Look Women of the Year Gala im Rathaus Wien. Ein Event, das Weltstars zusammenbrachte, um starke Frauen zu ehren. Mittendrin 8 Winzerinnen aus dem Weinviertel mit einem besonderen Auftrag. Es gibt große Frauen, nicht nur in der Kunst und auch in Schauspielerei, sondern natürlich auch in der Weinwirtschaft. Und wir dürfen ein Award übergeben, was macht uns besonders stolz auf unsere 8 Winzerinnen, die heute da sind. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Wir 8 Winzerinnen, die wirklich die Weine auch selber machen und nicht nur präsentieren. Und es ist eine tolle Gelegenheit für uns, unser Können zu zeigen. Mitgebracht haben die Damen natürlich den Weinviertel DRC. Auf den Tischen stand aber nicht nur grüner Veltliner bereit, sondern auch Rotwein. Ich bin sehr stolz, dass wir da heute dabei sein dürfen und dass unsere Weine auf den Tischen sind. Und wir freuen uns schon auf den großen Ansturm dann in der Weinbar und dass wir unsere Weine präsentieren dürfen. Vorerst aber stand die Preisverleihung am Programm. Mit dabei starke Frauen. Frauen, die sich einsetzen für andere Menschen. Und Frauen, die im Rampenlicht stehen, wie Christiane Hörbiger, die man mit dem Lifetime Achievement Award ehrte. Ich freue mich sehr, heute Christiane Hörbiger den Preis zu überreichen. Es ist mir eine große Ehre, das als Vertreterin für die Winzerinnen zu übergeben. Das ist ein ganz starkes Zeichen und in den letzten Jahren ist eine unglaubliche Szene von Frauen entstanden. Ich finde das fantastisch. Gut geschmeckt haben die Weine auch den Stars der Veranstaltung. Yes, I'm having a lovely white, a light white. It's very good. I like a lot of things. I like this event very much. It's been a real honor to be in a room with so many wonderful women and a few men, I guess. And Austria's been fantastic. It's a pleasure to come here always. Das war der Wein von den Frauen, großartig. Ein wunderbarer Wein, sehr gut. Auch in der Bar, in der man sich zum Abschluss traf, fand der Wein großen Zuspruch. Ein toller Erfolg für die Weinviertler Winzerinnen an einem tollen Abend zu Ehren großer Persönlichkeiten.